diesem Tutorial soll ich weisen, wie du mit Shobi-Kind schaffen. Shobi könnt ihr euch vorstellen wie ein ähnliches Arbeitsblatt, das ihr ausdehlt eurem Zurückkriegt. An OneNote könnt ihr euch vorstellen wie eine Klasse, wo Arbeitsmaterial angesammelt wird und immer mitgeschleift wird. Ein Shobi-Account aufzustellen ist ganz einfach. Einfach an eurem Search Engine Shobi.com angehen. Sign up. Du musst daran denken, dass dir als Prof einen Account macht. Du hast die Möglichkeit, mit einer E-Mail und mit einem Username zu schaffen. Persönlich fand ich mit Gmail, also mit Google, viel, viel mehr einfach. Ich gebe auch jedem Roden, so einen Account zu machen. Hier geben wir dann noch die Informationen zur Schule. Wenn es schon am System ist, kann ich es einfach raussichern. Und dann gucken wir, eine Klasse zu benennen. Denk daran, der Schüler gesagt, den Namen von der Klasse auch so. Das ist nicht nur den Namen von der Klasse, die schreiben, sondern auch das Fach. Das ist viel mehr einfach für die Schüler. Die erste Aufgabe stellen wir mir spät ab. Wir können den wichtigen Teil, da kriegen wir den Code für die Klasse. Den heutigen Code muss ihr den Schüler mitteilen, wie du eine Tafel schreiben oder per Mail weiterschicken. So kriegen die Schüler sich an ihre Kur angemeldet. So gesagt, ihr habt Zeit aus. Ihr könnt Spruch erstellen. Ich gebe euch auch Roden bei den Notifications ein Kind zu gucken. Ihr kriegt nämlich einen Nachricht, wenn der Schüler eine Aufgabe rausschickt oder etwas Post. Und ihr müsst decidieren, ob ihr das alles wollt, gesund kriegen. Nun kommen wir zu den ersten Aufgaben. Das allererste, was ihr müsst machen, ist, bei einer neuen Aufgabe ein Namen aufstellen. Wenn das besteht, könnt ihr das schaffen. Dann könnt ihr ein Datum an einer Auerzeit raussichern, bis wenn die Schüler mit der Aufgabe müssen gemacht haben. Ihr könnt ihnen dann den Schülern verschiedene Erlaubnisse geben, das heißt, ihr dürft das schreiben. Ihr dürft gleich gucken, ob eine andere Seite abmachen oder das gespart und ihr dürft nicht kopieren. Hier sind wir an der Aufgabe. Hier sind wir dann als ein Testschüler. Wir können dem einzelne Message schreiben oder wir können der ganzen Klasse eine Message schreiben. Dann können wir auch noch Materialien dran setzen. Da kann alles von Dokument sein. Und so sieht das aus, wenn ich dann aufmacht. Ich gehe noch an, wer Materialien an die Hausaufgabe zu setzen. Und zwar kann ich von einem Handy oder einem iPad einen Link drauf setzen. Hier kann ich noch decidieren, ob ein einzelner Schüler kriegt oder die ganze Klasse. Ein anderer Trick, der ganz praktisch ist, ist die Office Lens App. Da kann ich ein Dokument scannen, am Handy oder am iPad. Und das dann auch direkt von der App aus an der Shobi setzen. Auch hier entweder dem einzelnen Schüler oder der ganzen Klasse. Nun zurück an unsere Aufgabe, seit ihr das Material, was wir gerade drauf gesagt haben. Wenn wir nicht zufrieden sind mit dem Namen von einem Dokument, kann ich den natürlich ändern, wie das mich verständlich ist für die Schüler. Guck mal, ich muss noch einmal sehen, was der Schüler gesagt hat. Wenn der Schüler das aufmöchte, kann mich groß machen und einen Pinsel drauf schreiben. Es gibt auch eine Möglichkeit zu tippen, wenn der Schüler das lieber hat. Wenn der Schüler fertig ist, klickt auf Done und dann hört hier nicht am Anfang aufgehen. Und los zurück beim Prof. Die kleine Klammer weiß, dass der Schüler etwas aufgehen hat. Wir können drauf gucken gehen. Wir sehen, was der Schüler geschrieben hat. Wir können noch ein gerne Farbfüllen und darauf verbessern gehen. Voilà, die App kann auch vieles mehr. Das ist abonnierst daraus zu finden. Und das wäre da von meiner Seite. Das wird nur leichter, aber eine Chance.